Für uns Marvel-Fans ist ja 2015 ein riesiges Jahr. Ich meine, Avengers 2 und Ant-Man. Ein richtig heftiger Film, der wahrscheinlich 2 Milliarden einspielen wird, wie ich so einschätzen werde. Und dann auch noch eine Neuverfilmung Ant-Man, wo der Trailer auch richtig geil ausgesehen hat. Einfach Gänsehaut pur, ich freue mich richtig. Aber bei Marvel an sich macht man sich schon auf was ganz anderes. Bereitet man sich auch schon was ganz anderes vor. Und das ist einmal Doctor Strange, der 2016 kommt, und hauptsächlich Civil War, Captain America 3. Das soll ja der größte Marvel-Film werden, wie sie angekündigt haben. Und der soll alle Erwartungen sprengen. Er soll das MCU sprengen. Er soll neue Linien reinbringen und so weiter. Und deshalb bin ich ja gerade so ewig gespannt. Und umso besser, dass Anthony Mackie, der ja Falcon spielen wird, auch im dritten Teil, hat er auch schon im zweiten Captain America-Film getan. Der hat in einem Radiointerview bekannt gegeben, dass es im April 2015, also in 4 Monaten, vor die Kamera geht für Captain America 3 Civil War. Und die Drehorte sind Atlanta und Berlin und komm schon, die Hauptstadt von unserem Land, als Platz dafür, wo die Superhelden dann gegeneinander kämpfen, ist doch mal richtig geil. Und vielleicht sehen wir dann im fertigen Film, wie Iron Man den Fernsehturm schrottet oder so irgendwas. Wäre schon ziemlich cool, ziemlich fies. Auf jeden Fall ist es sicher, dass wir im Film Captain America und Iron Man gegeneinander antreten werden sehen. Außerdem noch Falcon, und deshalb wird es auch ganz viele Luftkämpfe geben zwischen Falcon und Iron Man, hat ja Anthony Mackie auch schon angekündigt. Außerdem gibt es noch einen fetten, geilen Gastauftritt von Chadwick Boseman als Black Panther. Das wäre dann der erste Kinoauftritt von ihm. Und 2017 hat er dann eben seinen Solo-Auftritt in dem kompletten Spielfilm, der auch Black Panther heißt. Und ja, richtig geiler Film. Dann hoffe ich auch noch auf einen Auftritt von Hawkeye und Black Widow. Und dann wird es ein perfekt geiler Film. Cameo von Stan Lee, und da passt alles. Ich freue mich richtig drauf. Richtig spannende, epische Story und so weiter. Und jetzt würde mich eure Meinung, jetzt würde mich interessieren, was ihr davon haltet, dass der Film in Berlin und Atlanta gedreht wird. Und ja, eben die ganzen Auftritte. Das ist ja echt schon halber der Avengers-Film. Und ich hoffe auch, dass wir in Avengers 2 in der Post-Credit-Scene vielleicht auch schon einen kleinen Teaser-Vorblick bekommen für Captain America Civil War, wie die beiden dann gegeneinander raten, mit den aneinander geraten, weil jeder was anderes will und so weiter. Dass sie sich dann am Ende ernsthaft schaden, möchte ich jetzt nicht hoffen, weil eigentlich waren die beiden ja mal Freunde. Und jetzt bin ich auch durch mit meinem Film-News-Video. Mal wieder was von Marvel. Ist halt so, es gibt halt zurzeit so viel über Marvel, weil die ja jetzt alles regieren, den kompletten Kinomarkt. Jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten abonniert mich, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.